Es gibt alte Leute, die haben nicht so viele Haare. Manche haben Kopftücher, manche haben graue Haare. Manchmal sind sie nett, manchmal auch nicht. Kommt drauf an, welche Laune sie haben. Die Männer haben öfters eine Glatze. Und die haben einen langen Bart. Manche haben lange Bärte, manche haben gar keine und manche haben normale. Omas haben so fast lockige Haare. Es gibt Menschen, alte Menschen, die sind arm, aber die meisten sind sehr gesund und zufrieden. Und die manchmal so klein. Manche hören auch, wenn man irgendwas spielt, dann schreien sie ganz laut Ruhe. Das nervt mich. Sie sind nett und manche sind nicht nett. Und ja, alte Leute, die haben meistens dann halt auch graue Haare und haben dann nicht mehr so schicke Klamotten an, ja, wie wir zum Beispiel. Die meisten haben Stock oder so ein Teil, da kann man sich so festhalten und dann laufen sie damit. Alten Leute sind dann einfach auch traurig, weil sie dann, ja, beleidigt werden oder so von Jugendlichen. Und das werden sie ja auch später mal sein, ja, und dann sind die dann auch ganz traurig, ja. Die weinen auch, wenn es ihnen nicht gut geht, und die sind auch öfters manchmal im Krankenhaus, wenn die jetzt zum Beispiel krank sind oder so. Die Verkäufer, die fragen dann halt auch immer, ob sie eine Seniorenkarte haben. Das ist dann halt auch sehr nervig dann bestimmt für die. Mein Opa, der trinkt auch sehr gern Kaffee, ja. Und da machen wir immer so einen Kaffee trinken, ja. Da tun wir dann Kuchen, Kaffee und halt Kakao hinstellen und dann essen wir immer Kuchen, Berliner oder sowas. Er hilft mir am meisten. Zum Beispiel, er fragt mich Fragen und da sagt er, weißt du das? Und wenn ich nichts weiß, erklärt er es mir. Ja, zum Beispiel ist der Opa, also mein Opa, ja, der hört sehr gern Opern, wurde ja früher auch sehr gern gehört. Das ist der Vater von meinem Vater oder der Vater von meiner Mutter. Ja, es ist einfach auch toll, wenn man bei der Familie ist, zum Beispiel wie bei Weihnachten. Ja. Dann hat man schon zu Hause beschert und dann geht man dann nochmal zum Oma oder ja, halt auf jeden Fall zu Verwandten. Sind ältere Leute und es gibt ihn zum Beispiel auch in der Nähe von Netto. Das ist ja eigentlich eine Wohnung und so eine riesige Wohnung. Halt. Wie ein Hotel. In diesem Haus sind ältere Leute, die Hilfe brauchen. Die können sich nichts kochen, können nicht einkaufen gehen und dort kriegen die alles, was sie brauchen. Die welche das Essen kochen, die bringen ihnen das dann ans Bett. Und manche können halt die Treppen nicht hoch. Die kriegen dort auch die Hilfe oder es gibt Fahrstühle. Also Altersheim, da gehen sehr viele alte Leute hin, die nicht mehr arbeiten. Und ja, die halt vielleicht jetzt zum Beispiel gelähmt sind, ja, und können sich dann halt nicht so gut bewegen. Meine Mutter arbeitet im Altersheim auch. Einmal bin ich dort hingegangen mit meiner Schwester. Dort war es ein bisschen gruselig. Ein paar Leute schlafen mit offenem Mund und mit offenen Augen. Sie können ja nichts dafür, dass sie die Krankheit haben. Ja, wir waren auch mit der Betreuung an meinem Altersheim vorsingen. Hat richtig Spaß gemacht. Alten Menschen sind alt, wenn sie zum Beispiel nach 50 sind zum Beispiel. Ich finde, die alten Menschen werden erst nach 62 Jahren alt. Ich sag jetzt mal so ab 50. Ich denke 60 oder 65. Alte Menschen werden alt, wenn sie über so 40, über 40 werden.
das schön, was ich mit den alten Leuten mache. Und wenn das meine Enkelkinder mit mir machen, würde ich mich freuen und ich würde auch gern Enkelkinder haben.